Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und Happy New Year, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder hier auf meinem Kanal seid zu einem neuen Video. Das erste Video im neuen Jahr 2020. Ich bin richtig gespannt, was das Jahr für uns so zu bringen hat. Ich habe heute gleich zum Start eine neue Limited Edition für euch. Und zwar geht es heute um die Crystallized LE von Essence. Und wenn ihr wissen wollt, was das kann, welche Produkte mit dabei sind und was wir hier haben, was wir daraus schminken können, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Und kurzer Disclaimer zum Anfang. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Falls nicht, kriegt ihr es jetzt mit. Und falls auch nicht, ich bin krank. Und zwar sehr, 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 sehr krank. Ich lag seit Weihnachten mit 40 Grad Fieber im Bett. Ich wurde gestern am Ohr operiert und ich hatte am Montag ein Video. Das war Gott sei Dank vorgedreht. Aber für heute hatte ich kein Video und ich habe euch versprochen, es gibt 3 Videos die Woche. Und selbst wenn ich kurz vorm Ende bin, gibt es ein Video für euch. Ich habe es euch versprochen und daran halte ich mich, egal wie es mir geht. Das ist meine Art, euch zu zeigen, wie wichtig ihr mir seid und wie wichtig mir das hier ist. Ich nehme das hier sehr, sehr ernst. Ich kann halt auch einfach nicht sagen, nö, jetzt bin ich meine Woche nicht weg. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein bisschen fertig aussehe, ein bisschen verschnupft oder was weiß ich bin. Ich probiere das irgendwie alles so zu schneiden, dass ich glücklich, zufrieden und gesund aussehe. Vielleicht nicht so ganz nah an mein Ohr. Ja, aber wir haben eine neue Limited Edition und ich freue mich. In den letzten Wochen und Monaten ist das Ganze so ein bisschen hier in Vergessenheit geraten bei mir, dass ich euch Limited Editions gezeigt habe. Ich habe eigentlich sonst immer Limited Editions gezeigt und auch irgendwie gefühlt als einziger hier auf YouTube Deutschland im Beauty-Bereich. Aber irgendwie haben mich die letzten Limited Editions nicht wirklich angesprochen oder ich habe es einfach verpasst, weil ich andere Videos irgendwie in Planung hatte, die abgedreht werden mussten, sollten, wollten, wie auch immer. Zum Jahresbeginn, ich möchte mich wieder so ein bisschen auf Limited Editions konzentrieren dieses Jahr, vor allem im ersten Teil des Jahres. Und da habe ich einige Produkte von Essence und das ist die Crystallized LE. Und wir haben einige Produkte hier. Ich habe alles gekauft, was es gab und ich habe insgesamt 23 Euro ungefähr ausgegeben. Ich habe noch eine Foundation gekauft, die ich auch heute trage. Bin ich mir noch nicht sicher, gebe ich euch aber im nächsten Feedback. Wahrscheinlich mache ich da auch ein Video zu. Das ist die neue Infallible Foundation von L'Oreal. Ist nicht schlecht. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch was schminken. Und zwar möchte ich, glaube ich, als erstes mit Highlighter anfangen. Ihr könnt sehen, Highlighter fehlt noch. Und da gibt es einmal dieses Schätzchen hier. Das ist die Farbe Love at First Light. Das ist ein Highlighter mit einer super weichen Textur, mit sehr hoher Farbabgabe und wunderschöner Kristallprägung für den perfekten Glow. Packaging sehr, sehr schön. Ihr könnt es nicht wirklich sehen. Das ist hier wirklich so ein bisschen im 3D-Effekt. Also es glitzert schön. Es ist halt wie Alufolie. Aber es ist so wie gekräuselte Alufolie. Und innen drin haben wir einmal den Highlighter. Der ist pink und den trage ich mir auf mit diesem Pinsel. Der war nämlich auch mit dabei. Der Highlighter kostet 3,75 Euro und der Brush auch 3,75 Euro. Ich liebe die Brushes von Essence und vor allen Dingen hier hinten dieses Ding. Es gefällt mir richtig gut. In der Kamera sieht es noch krasser aus als in echt. Ist wie so ein Einhorn. Und das ist so ein Rosy Highlighter. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen geswatcht. Sieht sehr schön aus. Und das ist eigentlich ein Powder Brush. Ich gehe jetzt aber mit dem hier einfach mal rein und wir schauen, wie viel Pigment der abnimmt. Man sieht nicht viel. Wow. Das ist so ein Holo-Rosa Highlighter. Sieht richtig schön aus. Freunde. Schaut euch das mal an, wie schön rosa der aussieht. Also ich bin ja normalerweise nicht so ein Fan von so bunten Highlightern, aber ich finde es immer ganz schön. Neulich habe ich einen Look geschminkt und habe mich geärgert, dass ich keinen rosanen holographischen Highlighter habe. Jetzt habe ich einen. Also er ist etwas pudrig, recht trocken, nicht so weich. Man kann ihn auf jeden Fall schön verblenden. Und vor allem mit diesem großen Pinsel wird das Ganze recht grobflächig und gibt dem Ganzen so ein natürlicheres Finish. Also natürliches Finish ist bei Highlighter immer schwierig. Kennen wir hier nicht, ihr wisst es. Aber so finde ich das eigentlich ganz schön. Und ich glaube, wir machen erstmal weiter mit dem Setting Spray, denn das gab es nämlich auch, das habe ich gestern schon getragen und ich finde das echt schön. Das ist das Crystal Dreams Luminizing Setting Spray. Das hat so, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, das ist wie so eine Holo-Milch. Ganz krass. Ich schüttel mal. Und es riecht so verdammt gut. Ganz frisch, nicht so überparfümiert wie sonst in der Drogerie. Und es gibt eurer Haut so einen ganz leichten Holo-Effekt. Also nicht so bunt, sondern eher so ein bisschen fein. So
Der Kristall ist ganz leicht an eurem Gesicht vorbeigehuscht. Ungefähr so. Der Sprühnebel ist fein, aber er spritzt so ein bisschen ins Gesicht. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit meinem Beautyblender hier kurz rüber und nehme so ein bisschen das weg. Es sieht jetzt komisch aus. Ich hole euch mal ein Stückchen heran. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber der Highlighter, wow. Dieses Sprühding hat so ganz leichte Fleckchen gemacht. Mit dem Schwamm, wenn man dann ganz schnell rüber geht, sieht das Ganze aber schön aus. Und dann ist das Ganze sehr, sehr gleichmäßig. Also das ist jetzt nicht so ein Glitzerspray, sondern es gibt wirklich nur so einen ganz leichten Touch. Nimmt so ein bisschen die Pudrigkeit weg. Ich weiß nicht, wie lange es das Make-up haltbarer macht, aber es sieht nicht schlecht aus. Und ich glaube, wir tragen uns jetzt erstes mal einen Lipgloss auf. Ich habe hier zwei verschiedene. Einmal die Farbe Crystal Love und einmal die Farbe Frozen Kisses. Das ist eher so durchsichtig, hat aber so einen ganz, ganz leichten rosa Schimmer mit drin. Ich glaube, wir gehen mal mit dem roten hier rein, oder? Verpackung fühlt sich sehr hochwertig an. Ich muss sagen, Essence hat echt Fortschritte gemacht. So, seitdem ich mit YouTube angefangen habe, sind die Produkte von Essence viel, viel besser geworden. Und auch das Packaging. Also klar, das hier ist jetzt Pappe und es ist recht leicht, aber für den Preis okay. Bei den Lippenprodukten muss ich sagen, das ist echt hartes Plastik, fühlt sich recht schwer an. Und das Füßchen ist ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Es hat in der Mitte so ein Loch. Es färbt. Schmeckt gut. Nach Vanillekipferl, Freunde. Es schmeckt nach Vanillekipferl. Und es färbt so ganz leicht die Lippen ein. Nicht so künstlich wie diese Lipsticks, die auf einmal die Lippen neonpink machen, sondern ganz zart und verstärkt so ein bisschen die eigene Lippenfarbe. Ich finde die Farbe recht schön. Ich sehe jetzt ein bisschen blass aus, Freunde. Ich habe aber auch 39 Grad Fieber. Gefällt mir gut. Ist jetzt nicht so ein künstlicher Glanz, sondern so ein eher gepflegter Glanz und färbt so ein bisschen die Lippe ein. Der Crystal Gloss, den habe ich auch probiert. Der soll wohl auch ein bisschen tinten, hat aber keine Farbe mit drin. Und es sind ganz, 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 ganz feine Glitzerpartikel mit drin. Aber die sieht man auf den Lippen, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber kommen wir mal zu dem wichtigsten Teil und das ist die Lidschattenpalette. Sieht von außen wirklich sehr, sehr schlicht aus. Hinten steht einmal drauf, ist die 01 Give Me Crystals. 11 super schöne Farben in Gold und Rosetönen mit matten und metallischem Effekt mit super hoher Farbabgabe. Ich habe gestern geswatcht. Die Textur kannte ich so von Essence noch nicht. Also wir haben in der Palette 11 Farben mit drin und davon sind 3 matt. Einmal diese, diese und diese. Und ich bin reingegangen. Und die Farben sind extrem pigmentiert. Das kenne ich so von Essence nicht. Und sie fühlen sich auch sehr, 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 sehr weich an. Ihr könnt sehen, das ist wirklich wie so ein seidig mattes Finish. Nicht glänzend, aber sie sehen sehr feucht aus. Nicht so krustig trocken. Und normalerweise sind diese günstigen Lidschatten immer recht trocken und pudrig. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Die Palette kostet 7,95 Euro, ist also ein bisschen höher. Die Preise von Essence für Lidschatten sind aber auch generell ein bisschen höher gegangen. Finde ich aber auch nicht schlimm, denn die Sachen sind auch sehr, sehr gut geworden im Vergleich dazu. Und ich würde vorschlagen, wir schminken mal einen einfachen, schnellen Look damit, oder? Ich nehme mir als erstes so einen kleinen Packing Brush und gehe in die Farbe, keine Ahnung, sie hat keinen Namen, in diese Farbe hier rein. Was ich schade finde, ist, dass kein Spiegel mit drin ist. Die Folie hier reflektiert so ein bisschen, man erkennt sich schon, aber nicht detail genug. Und die platziere ich mir hier hin und ihr könnt sehen, wie viel Farbe da auf jeden Fall schon mit abkommt. Also ich gehe zwar immer wieder ein bisschen rein, aber die Farbe ist da und sie ist deckend. Es hat ein bisschen Kickback in der Palette. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Wie gesagt, ist aber nicht schlimm. Ich muss es aber irgendwie immer wieder dazu sagen, falls es Leute gibt, die das gar nicht mögen, könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euer Silvester war. Danny und ich lagen krank im Bett. Wir haben Ofenkäse gemacht und Fernsehen geguckt. Ganz entspannt. Krass, wie pigmentiert die Farbe ist. Ich bin schock und wie einfach die Farbe hier rauf geht. Ich bin gespannt, wie sie sich verblenden lassen. Mein Lid ist halbwegs gesettet. Also ich bin so ein bisschen mit einem losen Puder rübergegangen. Ich habe auch irgendwie meine ganze Base nicht gesettet, weil die Foundation sehr, sehr matt ist, die ich heute benutzt habe, die von L'Oreal. Aber ich muss sagen, es geht sehr, 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 sehr gut. Und es ist eine richtig schöne Farbe, so Kamelrichtung. Diese Seite hier, so dieser Bereich, den ich euch jetzt zeige, sieht so ein bisschen aus wie diese Natasha Denona Paletten, diese kleinen Camel Neutral Paletten. Und dann nehme ich mir einen Blending Brush, ich nehme jetzt hier einen von Louvia und gehe einfach mal so ein bisschen rüber und verblende diese Kante schon mal ein bisschen nach oben.
Es wird ein ganz einfacher Look. Wir haben drei matte Farben mit drin. Finde ich bei 11 ein bisschen wenig, aber ich weiß, dass viele von euch auch gerne mit Schimmertönen arbeiten und matte Töne haben wir eigentlich alle irgendwie mittlerweile zu Hause. Ich nehme auch noch ein bisschen Farbe auf und blende das Ganze noch ein bisschen weiter nach oben und ihr könnt sehen, wie krass die Farbe ausblenden lässt. Ich hätte mir bei der Palette ein bisschen was anderes vorgestellt, wenn ich so ein bisschen in diese Crystallized Richtung gehe. Vermutlich hätte ich mir da eher so ein bisschen was in diese, ja, so wie der Highlighter, so ein bisschen rosy, ein bisschen lila, ein bisschen grün, ein bisschen blau. Aber das ist halt eher eine Alltagspalette, finde ich. Und man kann halt auch viel damit machen, vor allem, weil man so viele verschiedene Schimmertöne hat. Man kann die bestimmt auch als Highlighter benutzen, wenn man ein bisschen dunklere Hautfarbe hat. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben ja den Highlighter einmal in der Kollektion. Aber ihr seht, wie schön deckend diese Farbe ist und wie krass sie sich ausblenden lässt. Ich glaube, die Limited Edition gibt es auch erst ab Montag, beziehungsweise ab dem neuen Jahr. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern bei Essence auf der Seite geguckt, also auf der Instagram-Seite. Da haben sie vor jetzt, als ich das Video gedreht habe, am 31. Dienstag, vielleicht ist es auch seit gestern da, die Limited Edition haben sie es auch erst heute vor 12 bzw. 13 Stunden ungefähr auf Instagram gepostet und vorher noch nicht. Vielleicht habt ihr die Produkte ja auch schon entdeckt. Bei mir war auf jeden Fall noch alles da. Deswegen solltet ihr euch beeilen, falls ihr was davon haben wollt. Also ihr seht, es ging super, super gut zu verblenden. Ich gehe jetzt noch ein bisschen in diese helle Farbe und blende das hier oben mit aus. Einfach, dass ich hier einen weicheren Übergang habe. Das brauche ich meistens nicht, weil ich zu dunkel bin für so helle Farben. Das ist eher so eine Farbe zum Setten. Aber damit kann ich das Ganze hier noch so ein bisschen weicher ausblenden. Und ihr könnt sehen, was sich für einen krassen Effekt schon mit einer Farbe erzeugen konnte. Also ich bin, wie gesagt, fast eigentlich nur mit einer Farbe reingegangen. Mit der hellsten Farbe habe ich nur so ein bisschen ausgeblendet. Und das geht richtig, richtig gut. Ich blende jetzt hier nochmal so ein bisschen weiter, einfach weil ich es wirklich super, super schön haben möchte. Aber fertig. Ich nehme jetzt wieder meinen kleinen Pinsel und gehe in die dunkelste Farbe. Das ist eher so ein, ja, sehr, sehr dunkles Braun. Und gebe mir das hier so ein bisschen an meinen Wimpernkranz. Und dann wie so ein V hier in meine Crease. Und verdunkel das damit. Wow, okay, krass pigmentiert, hätte ich nicht gedacht. Und auch unterm Auge kein Kickback oder Fallout, ne? Also Essence hat wirklich nachgelegt. Richtig, richtig schön. Sehr intensiv. Ist so ein schöner Silvester-Look, auch ein natürlicher Look für Silvester. Geh jetzt mit meinem Finger in das Gold hier rein. Wow, okay. Aha. Okay, krass. Also das ist mehr als gedacht. Ich dachte, das ist nur so ein ganz zarter Touch of Gold. Aber nein, es ist ein Hi, hier bin ich Gold. Ich kann mit dem Rest, den ich auf meinem Finger habe, sogar noch auf die andere Seite meines Auges gehen. Und dann den Übergang gehe ich so ein bisschen hier in dieses dunklere Gold. Presse das hier hin, dass der Übergang nicht ganz so hart ist. Blende noch mal so ein bisschen hier dunkler die Crease rein. Und würde sagen, Freunde, wir sind eigentlich fertig. Ich gehe jetzt unten noch mal so ein bisschen in das Braun und blende mir das hier außen rein. Und würde sagen, ich mache einmal ganz kurz Lashes drauf und bin gleich wieder da. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der Limited Edition von Essence. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Liquid Lipstick aufgetragen, einfach, dass das so ein bisschen harmonischer aussieht. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Einmal dieser Highlighter ist der Hammer. Die Lidschattenpalette, ihr habt es gesehen, wie einfach es geht, aus dieser Palette so einen schönen Look zu machen. Ich würde fast sagen, Natasha Denona ist cancelled im Vergleich dazu von dieser Camel-Palette, weil es einfach so intensiv ist von den Farben her und so butterweich die Farben, dass man daraus wirklich sehr, sehr schöne Looks machen kann. Man kann das Ganze in die Rotrichtung machen mit den Kupfertönen. Man kann das Ganze in diese Kamelrichtung machen, so wie ich. Man kann es alltagstauglich machen, man kann es aber auch ein bisschen abendtauglicher machen, wenn man ein bisschen dunkler arbeitet. Die Lipglosse, schön. Ich habe genug Lipglosse da, bräuchte ich jetzt nicht. Sie geben der Lippe natürlich so ein bisschen Farbe und in Kombination mit einem Liquid Lipstick, so wie ich es jetzt aufgetragen habe, sieht das Ganze auch wirklich schön aus. Der Pinsel ist sehr, 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 sehr gut. Also er fühlt sich super weich an, er trägt Highlighter schön auf. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Puder sehr gut aufträgt. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Das Setting Spray auch
Es sieht schön auf der Haut aus. Was mich da ein bisschen stört, ist nur dieser Sprühkopf. Also wenn ihr auf diesen Effekt steht, packt euch das einfach in eine alte Sprühflasche, die ihr vielleicht noch zu Hause habt, von einem Setting Spray. Dann klappt das Ganze auf jeden Fall gut für euch. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon entdeckt. Dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns am Freitag wieder. Freunde, kuriert euch schön aus von gestern Abend und wir sehen uns am Freitag wieder. Passt auf euch auf.